Yo, ich bin natürlich MC Expert, was denkst du denn? Deswegen sage ich das ganz offen so. Warum schreibst du das denn? Bist du der Echte? Ja, na klar. Schaffe ich das, Leute? Schaffe ich das? Ja, ich bin drüben. Was ist das für ein Haus? Zieht euch dieses Haus rein, Leute. Hier ist nicht mal ein Verzauberungstisch. Was ist das hier? Joi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Jump League. Und ja, los geht's. Ich habe jetzt ein bisschen später begonnen, weil ich extra nochmal ein bisschen meinen Pegel von meinem Mikrofon runtergeschraubt habe. Denn ich habe eben eine Aufnahme gemacht, beziehungsweise schon zwei. Zu der einen gleich ein bisschen mehr, habt ihr wahrscheinlich vor dem Intro schon ein bisschen was gesehen. Ja, auf jeden Fall, habe ich eben eine Aufnahme gemacht und da habe ich eigentlich ganz normal geredet, aber ich habe die ganze Zeit übersteuert und in der Nachbearbeitung klingt es dann halt so voll stumm bearbeitet, das hört sich kacke an. Deswegen habe ich gedacht, komm, nehme ich da mal auf und warum kriege ich jetzt bei sowas Lucky? Warum? Da, wo es kein Schwein braucht, hier so Einersprünge, ja, meinetwegen, sowas brauche ich, ja, wenn ich Fünfersprünge bearbeiten muss, ja, aber nicht sowas hier, das ist viel einfacher ohne. Da brauche ich nicht einen Lucky Block. Naja, gut, ich habe so eine Aufnahme gemacht und da kamen so plötzlich so Leute an, so, hey, du bist doch MC Expert, bist du MC Expert? Ich dachte mal so, ja klar, was ergibt es denn für einen Sinn? Ich meine, ich bin jetzt, okay, jetzt bin ich gerade nicht genickt, weil ich es, glaube ich, ausgestellt hatte, damit ich meinen Skin habe, weil ich wollte euch gleich nochmal was zeigen, aber wie kann es denn sein, dass Leute mal denken? Das wäre wie, als wenn jeder Premium-Spieler hier irgendwie, yo, das ist MC Expert, ganz normal. Ja, auf jeden Fall habe ich meinen Standard-Skin, weil ich halt nicht genickt bin, denn ich muss euch was zeigen, und zwar, ich habe meinen Cave wieder, keine Ahnung, damals bei dem Name-Change, wo ich meinen Namen geändert hatte, da hatte ich ja mein Cape einfach nicht mehr, weil die sich dachten so, yo, das ist jetzt geändert und mir hatte das damals ein Kumpel gekauft und dann, ja, der hatte aber die Zugangsdaten nicht mehr irgendwie und ich habe mich gewundert, weil Minus Dude in Großbuchstaben zu Minus Dude in kleinen Buchstaben ist ja jetzt nicht wirklich so eine dicke Veränderung. Auf jeden Fall habe ich das irgendwie seit 3 Tagen schon wieder, keine Ahnung, was da los ist, finde ich auf jeden Fall sau nice, weil die Sache war halt ein Kumpel von mir, der hatte einen Account über sozusagen, beziehungsweise halt ein Cape auf dem Account über und das wollte er mir sozusagen geben. Das kann man ja sozusagen und also sozusagen auf einen anderen Username übertragen, aber mein Username, der stand irgendwie schon, ja, der ist schon already taken, also dass da schon ein Cape drauf ist. Dabei war das ja gar nicht so, weil der dann wahrscheinlich da nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet hat. Naja, ich habe es seit ein paar Tagen wieder auch mit meinen alten Sachen so, also das kam einfach so wieder. Also komplett, ey, wie neu, ich hab diese Teile nicht gesehen. Mann, das war jetzt ärgerlich. Mann, hätte ich die Teile da gesehen, wäre ich jetzt Erster, aber das bin ich aber noch. So, gut. Bei welchem Modul sind wir eigentlich inzwischen? Das steht da. So, okay, bei Modul 5. Ja, es geht auch. Wir haben noch 5 Minuten und wir sind schon bei Modul 5. Ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren. Ich benutze ja manchmal Sprünge, zum Beispiel da eben. Da hätte ich erstmal auf das Glasteil. Nur weil ich es beim ersten Mal schaffe, heißt es nicht, dass ich beim zweiten Mal auch schaffe. So. Warum bin ich da gerade runtergefallen? Keine Ahnung. So, dann machen wir das Ganze halt nochmal. So, der kann diesmal ganz nach unten fallen oder auch nicht. Schade. Ja, ich bin ein bisschen krank, Leute. Auch schon seit gestern. Also nicht wundern, falls meine Stimme so ein bisschen anders sein sollte. Ein bisschen rauer, keine Ahnung. Kann auf jeden Fall sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen... Oh, die sind so unsichtbar, man sieht die überhaupt nicht. Ich habe so ein bisschen so eine raue Stimme, so Halsschmerzen, kann auch eigentlich nicht so laut reden, aber irgendwie geht's gerade ein bisschen klar. Ja, ich war gestern, das hatte ich auf Twitter gepostet, auf so einem Slam. Vielleicht weiß jemand, was das von euch ist, Vielleicht weiß jemand von euch, was das ist, und zwar ein Poetry Slam. Da gibt's dann irgendwie so Künstler, die dann gegenseitig sich, ich muss zugeben, das ist echt schwer erkennbar, die ich so Texte so vortrage und dann gibt es irgendwelche Jurys, aus den Zuschauern, die müssen dann die Texte bewerten, das sind so wirklich so voll skurrile und zum Teil abstrakte Texte und so weiter, was da so in den Text, der Textinhalt ist ja so komisch, aber es war eigentlich relativ cool und nicht wundern, ich bin da nicht irgendwie so freiwillig hingegangen, sondern ich bin da mit der Schule hingegangen, weil wir so eine neue Deutschlehrerin, dachte ich erstmal so, geil, das soll machen und war keine so schlechte Idee, fand ich. So, ich bin mal interessant, wen von euch das alles gejuckt hat. So, Moment. Und jetzt hier, Angel haben wir eh schon, können wir wegwerfen. So, dieses Modul hatte ich noch nie, glaube ich. Hatte ich einfach noch nie. Habe ich noch nie gesehen. Und das hatte ich auch noch nie. So, ist auf jeden Fall schön mit Zaunsprüngen verbunden. Und ich habe gerade nur einen in hier drin. Und ich höre einfach meine Tastatur so unnormal laut. Leute, es tut mir sehr leid. Aber mechanische Tastaturen sind einfach mal toll. Ja. Minecraft-Suchti. Wie kannst du nur dumm sein? Das ist doch unmöglich. So, hier ist bestimmt eine Kiste. Jawohl. K
kann doch nicht so ein Raum ohne Kiste sein. Das wollen nur, dass man die Kiste nicht kriegt. So, das kenne ich ja alles gar nicht. Aber es ist cool. Stell dich mal vor, ich würde jetzt hier verkacken. Das ist ja echt uncool, weil da müsste ich das ganze Teil wieder machen. Das ist zwar, ihr kennt immer die Sachen, die sind nicht schwierig, aber die sind einfach mega zeitaufwendig. Das hasse ich manchmal. Call freut mich. So, ja, ich schreibe Call mit C. So. Ey, warum funktioniert das nicht? Dann mache ich einfach wieder den anderen Weg. Nur weil ich da jetzt einen Sprung nicht hingekriegt habe. So, diesmal locker. So, perfekt. Eisenschwert. Steinschwert und Eisenhelm, würde ich sagen. Wie viele Abos hast du? Was macht das aus, wie viele Abonnenten ich habe? Warum kann ich aus 2 XP-Flaschen nicht ein Level kriegen? Ich verstehe es nicht. So, hier balte ich einfach mal lieber an, weil ich kenne das manchmal, dass ich selbst, obwohl ich Erster bin, obwohl ich es hier erreicht habe, dass ich immer noch ein Holzschwert und, naja, Lederrüstung habe, das nicht immer so geil. So, ja, okay. Warum passiert mir sowas immer? Ohne Witz, das ist manchmal so eine Sache der Konzentration. Moment, ich bin jetzt mal ganz leise, ja, jetzt die Runde, jetzt bin ich mal ganz leise. Und, hat euch mein Tastatur gefallen? Sind Abos wichtig? Nein, nee! Doch. So, Abos sind sehr wichtig. So, Leute, jetzt geht's los. Mann, es kann doch nicht sein, das Teil ist doch nicht schwierig. Das habe ich immer sonst first try so locker easy gekriegt, ja, aber jetzt... Ja, jetzt nochmal, jawohl. Da muss man sich einfach nur einmal aufregen, so macht man das immer in Jump League. So, auch schön verkackt. Ich hasse die Teile, wo da drüber noch so Blöcke sind. Da. Geh weg, du Block. So, da muss man immer so extra nicht mehr sprinten und nach unten gehen, so eine Etage, damit man so einen Sprung schafft. Das ist immer alles kompliziert. Leute, so. Jetzt aber nochmal. Okay, jetzt schaffen wir das. Los geht's. Die Folge kommt sogar heute mal pünktlich um 18 Uhr. Seid stolz auf mich. So. Okay, so. Jetzt schaffen wir das auch nochmal perfekt. Kann ich gleich kurz screen. Nicht im PvP-Teil, ja? Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt gibt's auf gar keinen Fall mehr ein Screen. So. Klar, in der Lobby. So. Weil dann stelle ich mir irgendwo hin, während ich schneide. Dann kann irgendjemand einen Screen machen, wer möchte. Weil in-game mache ich das nicht so gerne. TX, ja. Ich verstehe auch gar nicht, was Leute mal mit Screens machen. Ihr könnt mir mal schreiben. Es gibt sicherlich ein paar von euch, die gerade noch zuschauen. Die auch sehr gerne Screenshots machen oder sowas. Aber ich verstehe gar nicht, was man damit machen möchte. Das ist auch so mit größeren YouTubern. Was bringt euch das, wenn ihr mit irgendeinem großen YouTuber, mit einem YouTuber Screen machen wollt? Das ist doch einfach mit dem Bild. Ich kann euch das auch für 5 Euro, ja, in Photoshop bestellen. Nein, Spaß. So, Walter, was hat der denn dann geschrieben? Ja, ja! Das mache ich erstmal nicht, das Crack killt wegen meiner Stimme. Sie sollen nicht zu doll drunter leiden. So, Moment. So, was war denn da überhaupt? Ich auch Text. Ach so, okay. Das war so darauf bezogen. Okay, so. Bisschen Eisenrüstung noch. Sehr gut. Bei welchem Modul sind wir? Werden wir sicherlich gleich noch erfahren. So, Dia-Boots kriege ich hoffentlich noch. Warte, was? Ich habe nur noch 28 Sekunden? War das eine andere Runde, wo ich noch 5 Minuten so locker hatte? Och, Mann. Das kann doch jetzt nicht sein, Leute. Leute, das kann doch nicht sein. Warte, ist das schon das Ende? Ja. Warte, 13 Sekunden. Nein! Da ist das scheiß Ende. Nein! Und ich fall runter! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin so kurz vor diesem Ende und sie einfach ja, nur 30 Sekunden. Geil! So, wir zocken auf der Map von Wither Legion. Ja, das gefällt mir doch. So, können uns dann noch ganz kurz ein FNS. So, ja, so, noch ganz kurz da unten legen. Sehr gut, das passt. So, jetzt mal ruhig. Ich hätte gerne einen Verzauberungstisch. Gibt's aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht findet ihr ja irgendwo im Haus so einen Verzauberungstisch. Das ist ja wundervoll. Da ist ein Bettchen. Aber kein Verzauberungstisch. Ist hier einer drin? Nee. Okay, da ist auch ein Kuchen, den gönne ich mir mal. Und da war auch eine Workbench. Ja, das ist natürlich gut, wenn aus einer Map sowas ist. Weil dann kann ich mir immer schön gönnen. Den Kuchen nehme ich immer Quick Escape. Das ist verdammt praktisch, Leute. Das kann ich nur empfehlen. So, hier ist doch bestimmt irgendwo als Dekoration ein Zaubertisch. Ich könnte wetten. Irgendwo. Ach, kommt schon, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich brauche nur einen Zaubertisch. Bitte. Ich suche jetzt so lange wirklich, bis ich einen Zaubertisch habe. Danke. Gibt's hier was? Nee. Schade. Hier sind immer so viele Bücherregale, aber nee, Zaubertisch ist nicht drin. Ey. So. Okay. Ah, ist da ein Zaubertisch oder was? Alter! Was ist denn los mit dem Server? Wenn er mich jetzt tötet, Alter. Ohne Witz. So. Okay. Ja, ist okay. Töte mich halt. Ich gehe da jetzt nochmal hoch. Ich glaube, da ist ein Zaubertisch, aber das ist eine begrenzte Area.
dass man da nicht reinkommt, oder? Was meint ihr? Ihr könnt mich gerne spoilern in den Kommentaren. Das geht aber gar nicht mehr. So. Ja, willst du ganz aufs Maul oder was? Hört mal auf zu teamen. Beziehungsweise hört auf, nur mich anzugreifen. Weil euch bekomme ich sowieso. Ja. So. Jetzt aber nochmal. Warum funktioniert das da nicht? Was denn hier los? Was ist das denn für eine... Ohne Witz! Man, wenn man hier einmal drin ist, wie so ein Teufelskreis. So. Jetzt checken wir das nochmal aus näherer Sicht ab. Ist da ein Zaubertisch? Was meint ihr, Leute? So, wir sprengen uns mal ganz kurz. Okay. Alles klar. Geh weg hier. Geh weg, Mann. Ich hab doch eh die bessere Rüstung. Es bringt dir nichts. Jetzt muss ich da ewig warten, bis ich den TNT setzen kann. So. Jetzt mal bitte ganz kurz rübersprengen. Oder auch nicht. Hat nicht so geklappt. Egal. Kannst du mal bitte aufhören, mich die ganze Zeit zurückzubacken? Danke. So. Schaffe ich es, Leute? Schaffe ich das? Ja. Ich bin drüben. Was ist das für ein Haus? Zieht euch dieses Haus rein, Leute. Hier ist nicht mal ein Verzauberungstisch. Was ist das hier? Zieht euch doch mal dieses Haus rein. Hä? Ich will hier nur raus. Nur raus. Lasst mich raus. Okay. Alter. Das ist so creepy, alter Falter. So, wir haben es geschafft. Amigo Gil. So, haben wir dich erstmal gewackt. Was gibt's denn hier? Was hat der? Naja, dieses Haus. Richtig creepy. Das hätte ich gerne. Danke. Okay, ich kann leider nur drei Sachen mitnehmen. Egal, jetzt habe ich noch ein Eisen. Sehr gut. So. Wir suchen mal den nächsten Gegner und klatschen den. Wir haben eh die beste Rüstung, würde ich sagen. Ich meine, wir waren noch so knapp von uns hier. Komm, es sind nur Diaboots. Wenn wir trotzdem gewinnen, ist trotzdem alles gut. Weil, wenn ich nicht gewinne, Leute, ich bin so ein schlechter Verlierer nicht. So. Okay. So, abgestaubt. Jetzt ist schon wieder das süße Team. Ach Mensch. Wenn er gleich von hinten kommt, Alter, ohne Witz. Scheiß Team. Ich weiß gar nicht, ob die Team. Ja, okay, das sieht sehr stark danach aus. Cool, nice. Mega nice. Okay, die Team doch nicht. Sehr gut, die Team nicht. Brave Jungs. Jetzt gehen wir ganz kurz nach oben. Nö, du kriegst mich nicht, du Nappel. Ja, komm ruhig hoch. Kommst du nicht hoch? Könnt ihr euch mal gegenseitig angreifen, bitte? Nicht nur so ein Pussy angreifen, mir mit der Angel mal kurz gegen. Mann, so. Das sind aber nicht die einzigen. Ja, da ist ja schon der nächste. Der nächste Wicht. Ja, komm mal runter. Ha, hast du noch Knockback oder was war das gerade? Nee, ich glaube nicht. Nein, der würde niemals irgendwas haben. So, nee. Oder hat er was? Sieht mega so aus. Komm doch. Nö, okay, der hat nichts. Das sah eben so voll so komisch aus. Egal. Ey, danke, du lässt mich auch in Ruhe. Hier sind irgendwie alle, ja, das sind alle, die hier gerade sind. Alle aus dem Spiel sind gerade an dieser Stelle. Und hey, ich dachte schon, der schlägt mich, weil ich eh noch so wenig Herzen hatte. So. Wie Kopfschneider, das fuckt so ab, Alter. Maps mit Wasser, sorry, aber das geht gar nicht. Das geht gar nicht, die soll mal modifiziert werden ein bisschen. So, komm, boost mich ruhig, danke. So, wer möchte denn sterben? Ich glaube, dich dränge ich jetzt mal ein bisschen in die Ecke und du stirbst dann. So, ja, sehr gut. Ja, das machen wir gut. Ja, erstmal ihn gerackt. Danke für den schönen Regeneration Boost. Und Junge, was ist das für eine Runde? Ohne Witz, die soll mal nicht abfacken die ganze Zeit. Wo ist denn der andere? Der ist doch eben schön geflohen. Ah, da ist er ja schon. Der nächste im Wasser. Cool. So, die dürfen nicht zu viel Schaden verlieren. Beziehungsweise Fallschaden machen. Sonst, ja, ihr seht schon, was sonst passiert. Denn wir haben kein Essen mehr, dann regenerieren wir nicht mehr. Deswegen müssen wir Leute töten. Boost ihn zurück. Wir machen jetzt ein kleines Ping-Pong-Spiel. So, danke. Und nochmal. Mach ruhig nochmal. Komm, schaffst du. Ja, haben wir ihn. Komm, wir suchen uns hier drauf eine Base. So. Und, na, du gehst nicht an die Kiste ran, Mann. Bist du behindert? Das ist meine Kiste. So. Der hat auch noch zwei Leben, merke ich gerade. Ich habe aber wieder Essen. Oh Gott! Das reicht gerade noch so zum Regenerieren. Da kommt schon der nächste Wicht wieder an. Aber ich habe noch mehr Essen. Ach, gut. Ich dachte, ich hätte viel weniger Essen. Ach, schon 60 Sekunden endet es also. Okay. Dann werde ich mich jetzt da ganz kurz umbringen lassen. Moment. Hit mich mal bitte. Du musst mich nicht mit der Angel weghauen. Hit mich doch einfach. Oh, ohne Witz. Kann der mich nicht einfach mal schlagen? Die verstehen gar nicht, was ich will. Der hat, glaube ich, einen alten Supreme Game Skin. Oder? Ja, das ist sogar inzwischen Pixel Wolf, oder?
Oder warst du Primus auch schon mal Wölfe? Doch, die ja auch immer Wölfe, oder? Ja, doch. So. Ich hoffe mal, dieses Mal funktioniert jetzt alles. Alter, meine Stimme ist schon richtig am Abkratzen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank. Es kommt nicht so gut, aber egal. Wo ist denn die Mitte? 20 Sekunden haben wir noch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Mittelpunkt. Ich würde aber gerne wissen, wo der ist. Nein, nein, nein. Ich bin in der... Ah, da ist der Mittelpunkt. Okay, okay, okay. Der Boss hat den Mittelpunkt. Wer ihn nicht hat, der ist nicht der Boss. Okay, okay. Okay, 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 okay. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. So, ich hab gewonnen. GG. Ich war im Mittelpunkt. Ich bin der Gewinner. Ich bin der Beste. Wir sehen uns beim nächsten Mal morgen wieder. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.